Ja, hallo meine lieben Zuschauer, ne? Herzlich willkommen zum heutigen Stream, beziehungsweise zum heutigen Video. Ja, heute machen wir endlich mal ein bisschen mit der Story weiter von Tiny Tina's Wonderlands. Ich weiß, dass alle anderen schon längst fertig sind, das ist mir ehrlich gesagt komplett wurscht. Ich spiele einfach nur, um Spaß zu haben. Ich freue mich immer, wenn... Und er wollte uns heute mit seiner Laute beglücken. Da. Du willst mit diesem Schmutzding losfahren? Du bist mutiger, als ich dachte. Wieso beschmutzen alle den guten Namen des guten Schiffs Balsagne? Weil es einfach nur Schrott ist. Das ist wirklich nur Schrott. Deine oberwichtigen Regeln sind einfach nur Schrott. Ich sehe das Problem. Deine Gruppe ist gespalten. Bei dieser Stimmung kann ich kein Schiff segnen. Wir brauchen eine Jam-Session. Gib mir den Beat. Bin ich gut darin. Oh. Ja! Ich kann auf der Trommel stehen. Ich will dir nicht den Spaß verderben, aber ich liebe Bunkers and Badasses wegen der Regeln. Denk doch mal drüber nach. In der realen Welt passiert alles ohne Grund. Hier weiß ich, wie alles funktioniert. Das ist entspannend. Jetzt die Akkorde! Marie Seiser. Okay, die Musik klingt jetzt richtig nice. Valentine, Fred macht es Spaß, die Regeln zu befolgen. Deshalb musst du sie ab und zu ernst nehmen, okay? Ich schätze, ich spiele es auch zur Entspannung. Da draußen hangle ich mich von Job zu Job, muss auf den Treibstoff für unser Raumschiff achten und bla bla bla. Aber hier habe ich einen Zweck. Ich bekomme ein neues Schiff. Ehrenwerte Quest und die Chance, ein Held zu sein. Statt nur der Idiot, der unser Raumschiff kaputt geflogen hat. Ja. Was soll dieser ganze Kumbaya-Scheiß? Wir haben es nach. Nur eins fehlt noch. Wir brauchen etwas Dingeling. Dingeling an der Dingsbums. An der Kuhglocke? Das reicht nicht. Mehr Dingeling. Ach so, das muss ich bauen. Oh, eine größere. Fred, ich schwöre, dass ich versuche, ein wenig mehr auf die Regeln zu achten. Ach, Regeln. Regeln sind für Loser. Zu helfen, diese Quest abzuschließen und das gute Schiff Balsagne vor Schaden zu bewahren. Ich erkläre diese heroische Gruppe als ungespalten. Zum Knutschen. Die Stimmung, sie ist zu stark. Bester Bade aller Zeiten. Moment, was? Was? Moment, was? Ciao, Schiff! So funktioniert der Zauber aber nicht. Aber was ist... Attacke! War ich nicht. War ich nicht. Ich gehe mal vom Strand weg. War schön mit euch, Leute. Da war mein See, ne? Unsere fein ausgearbeitete Story voller spannender Charaktere geht weiter. Ein paar Grades für Schöne. Geschieht dir recht, tückischer Ozean? Brennen in den 13 Höllen! Das gute Schiff Balsagne hat ihre letzte Fahrt hinter sich. Ruhe und Frieden. Gutes. Hat sie wirklich gedacht, wir würden mit einem Schiff segeln? Wenn der gesamte Ozean weg ist, können wir dann nicht einfach zur Pyramide des Dragon Lords laufen? Ja, mach ich ja. Sowas von. Aber wenn da kein Wasser mehr ist, lauern immer noch leicht feuchte Gefahren. Ich sehe die Gefahren schon.
Sekundärklasse freigeschaltet. Oh. Das geht's? Ich darf meine Sekundärklasse aussuchen. Oh. Was will ich denn noch sein? Clownbringer. Ich habe das alles schon gar nicht mehr im Kopf. Bin ich noch ein Gefährten? Nee. Polymorph klingt lustig. Ach komm, Eis und Feuer gesellt sich doch eigentlich ganz gut, oder? Eis und Feuer gesellt sich. Ich will da nicht runter, by the way. Jetzt habe ich zwei Gefährten, einen Weißfanggefährten und einen Pilzgefährten. Perfekt. Dies ist nicht das prophezeite Ende. Ich war ernsthaft in so einem Gebiet, wo man draußen ist und gleichzeitig nicht. Ey, so. Kann ich jetzt hier irgendwelche Punkte ausgeben hierfür? Erst ab Level 18 kriege ich da was. Da kriege ich Bonus Feuerschaden auf meine Waffen drauf. Jetzt ab da bringt es mir was für meinen kleinen, gefiederten Freund. Ja, dann will ich den Bonusfeuerschaden haben. Und Bonus-Blitzschaden, ja. Bonusschaden ist gut. So, natürlich soll meine Skills schneller funktionieren. Und ich gucke, dass ich den Chat für heute mit im Auge behalte. So, wo ist mein kleiner Gefährte? Oh, der ist ja putzig. Es gibt noch viel zu tun. Wie nenne ich dich denn? Ich nenne dich einfach Sunny. Dann weiß ich nämlich, dass du nichts bringst. Nein, Leute, so denke ich nicht über Sunny. Ich weiß, dass viele von meinen YouTube-Zuschauern schon so über Sunny denken. War ich nicht, Krabi? Aua. Die Krabbe tut weh. Böse Krabbe. Böse. Habe ich ein volles Inventar? Ich habe mir ein volles Inventar. Habe ich das beim letzten Mal nicht geleert? Ihr müsst wissen, Leute, das Spiel spiele ich nicht offscreen. Ich sollte vielleicht erst mein Inventar leeren, bevor ich hier irgendwo hinreise. Wahrscheinlich kann ich jetzt hier ein paar Würfel auch mehr finden. Wenn ich auch wirklich suchen würde. Ach, und eventuell komme ich jetzt auch an den Würfel dran, der da hinten war. Vielleicht gibt es ja so einen unterirdischen Weg. Da will ich gleich mal gucken. Erstmal... nach... Seltenheit sortieren. Eventuell benutze ich die eine Waffe da. Die Waffe wird mir nichts bringen. Ich muss diese Last wohl noch eine Weile tragen. Dem Automaten geht's gut. Das ist schon mal gut. So. Schusswaffen, Nachladegeschwindigkeit und Schusswaffenmagazingröße werden hier größer. Hm. Vergleichen. Das wäre eine Aufbesserung. Direkt gekauft. Wo ist der?
Natürlich auch nach besseren Waffen gucken, nachdem ich hier geguckt habe. Einmal kurz vergleichen. Das Ding hat deutlich mehr Kraft als diese Feuerwaffe. Ist gekauft. Das Ding hat, glaube ich, auch nochmal richtig gut Feuerkraft. Wo man schon bei Feuerkraft ist. Wo ist die Feuerwaffe, die ich gerade weggelegt habe? Da. Tschüss. Brauche ich nicht. Das kann weg, das kann weg. Die sind nämlich viel zu schwach, als dass sie mir was bringen. Das muss ich vergleichen. Die Waffe gefällt mir. Paladin Mike ist plötzlich der mächtigste Mann im Prachttuch. Ich sollte ihm etwas Tee schicken. Eine bessere Waffe. Die meine Gegner auch noch verlangsamt. Sagt man doch nicht nein. Muss halt auch mal aufrüsten, wenn ich die Gelegenheit habe. Das bringt, glaube ich, ich bin Clownenbringer jetzt auch zusätzlich, ne? Das macht, glaube ich, meinen gefiederten Freund besser. Mir fällt auf, ich könnte den da mal ausrüsten. Ah, ein Nahkampfangriff. So. Das wäre dann jetzt geklärt, ne? Jetzt interessiert mich einfach, ob ich jetzt da hinten dran komme an das eine Teil, wo ich nie dran kam oder nicht. Da vorne kam ich nie dran, weil da irgendwie was im Weg war. Genau da. Ich komme da, glaube ich, immer noch nicht dran. Ach, wie traurig ist das denn? Ich weiß ja, dass da ein Glückswürfel drin ist. Oh, das kann ich im Sprung einsetzen. Das Ding hat noch einen anderen Modus, oder? Deine Brutalität gefällt mir, Kleiner. Das Ding hat keinen Schnellfeuermodus. Okay, ich habe eine Schrottwaffe gekauft. Ich dachte, das wäre eine mit einem Schnellfeuermodus. Oh. Der Schicksalsbringer hält plötzlich inne. Doch auch wenn die Schatten geschärfte Zähne blecken und die Berge sich auftürmen, nur... Auf in die Overworld! Auf, dass ich viel mehr Zeug finde. Und ich dachte, ich hätte schon das Schlimmste von ihr erlebt, aber einen ganzen Ozean zu zerstören, nur um ihre Story voranzutreiben? Und du hast mitgemacht. Froh, dein kleines Spiel zu spielen. Ja. Ah, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Also, dann treibe ich so im Ozean rum. Da ist eine Bohne. Und so. Und was passiert? Der Ozean fliegt einfach in die Luft. Und jetzt sitze ich hier draußen fest und backe in der Sonne wie eine... Mami, nie hungrig. Okay. Meine Güte, habe ich ein Glück, dass du gekommen bist. Ich dachte, um mich wäre es geschehen. Und jetzt lass uns einen schöneren Ort finden, wo ich wachsen kann. Wo soll ich die denn einpflanzen? Hau ab. Hat das überhaupt irgendeinen Einfluss auf alles, was davor war? In dem Verlies da drüben könnte eventuell ein Schreinteil sein. Oh, bin ich bei. Vorher. Denk an unsere Abmachung. Wenn einer von uns beiden stirbt, macht der Überlebende einen Eintopf. Das ist eine gute Abmachung.
Aus, böser Pirat. Gut, dass ich mir ein Segel gekauft habe. Passt. Genau. Tschüss. Wo ist der letzte? Nein. Böse. Ja, ich sehe, wie tot ich bin. Nein. Die Axt gefällt mir. Aua. Mir geht ein bisschen die Munition aus. Der Weifeling gefährt jetzt auch richtig gut. Merke ich gerade. Ciao. Ein Wassersäbel. So macht man's mit Piraten. Die muss man zersäbeln, nicht zerschießen. Ansonsten mit der Axt rein. Los, heil mich. Ich liebe meinen Pilzgefährten. Boah, das Teil braucht ein Aimbot. Zack. Oh, hab's geschafft. Brauche ich nur Munition. Ah, da muss ich hin. Okay. Warum gibt mein Charakter auf einmal Katzengeräusche von sich? Nicht, dass ich was gegen habe. Er soll zur Katze werden. Das unterstütze ich vollkommen. Ich finde es doch verwunderlich. So, wo ist meine Belohnung? Dein schnuckeliger Blick fällt auf ein Schweinteil. Dieses gehört dir allein. Lass dir nichts anderes einreden. Ich lass mir auch nichts anderes einreden. Meins. Die steht vor dir und wartet auf deine mächtige Faust. Ja, die ist allmächtig. Hallo? Controller, bleib drin. Und überbrück die Schlucht. Meine Güte. Deshalb wohl auch der Name Brücke. Echt verrückt. Nee, das ist bisher das Normalste. So. Und hier dann will ich nach oben, oder wie? Ja. Der Weg erstreckt sich vor dir. Einfach nur eine Abkürzung. Da oben ist auch nochmal so ein komischer Heini. Ich weiß jetzt schon, wie das Video auf YouTube heißt. Geld. Die Münze hat sich gelohnt. Das Verlies da drüben verströmt starke. In mir ist ein Schreinteil. Oh ja, Schreinteile. Schreinteile sind immer willkommen. Headshot! Sie schreien nach Blut und Blut werden sie bekommen! Hat mich irgendwer von rechts angegriffen? Ach, mein Gesicht ist das Letzte, was du je siehst! Seine Seele. Nee, andersrum! Jetzt die Gewässer der Unterwelt. Ich komm nicht hoch. Oh, hi! Ich habe ihn erstmal mit den Korallen verwechselt. Frag nicht wie. Und tschüss. Ja, pupst sie alle weg.
Dein Schwachpunkt wäre bestimmt das Fass gewesen. Ei. Bei. Ha, die können so schön fliegen. Genau wie mein neuer kleiner Weifernfreund. Ich sollte ein bisschen mehr mit dem Scharfschützengewehr arbeiten, weil das einfach den meisten Schaden macht. Vor allen Dingen hat sie größte Trefferrate. Ja, da wandert einer über die Planke, und zwar du. Mit der einen Crit zu erzielen ist ja nicht besonders schwer, ne? Hat es was gebracht, das Fass runterzuschießen? Tschüss. Mykologische Kriegsführung. Ach, dieser Hammer, der ist toll. Tschüss. Okay, ich wollte gucken, ob ich das Ding zurückprügeln kann. Das habt ihr toll gemacht, meine Gefährten. Ich finde es immer toll, wenn ihr mir mehr als die Hälfte der Arbeit abnimmt. So, vom selben Schrein? Okay. Unnützes Zeug. Das wäre geklärt. Krabbis! Jetzt darf ich sie mit den Korallen auch offiziell verwechseln. Das Blei ist mir ausgegangen. Ich habe nur gemerkt, dass mich irgendwas getroffen hat. Und da es Krabben sind, kann es ja nur im Nahkampf sein. Hey, mir geht die Munition aus. Zumindest beim Scharfschützengewehr. Ich hatte einen Säbel und keine Angst, es einzusetzen. Hau ab, Krabbi. Hammer! Okay, Hammer hat nichts gebracht. Mit den Korallenkrabben ist fies, die können sich eingraben. Ih, Spinni. Komm her, ich hab Hunger. Frische Spinnen sind immer lecker. Boah, alles nur nicht die Muni, die ich gebrauchen kann. Zack. Der ein Fliegenkrabbi. Guck mal, haben wir eingesetzt, haben wir bekommen. Böse. Sicherlich wusstest du, dass du dem Untergang geweiht warst. Hui. Krieg ich jetzt mal einen Schreinteil? Oder muss ich noch eine Tortur mit Krabben wiederfahren? Ich muss noch eine Tortur mit Krabben erleben. Nein. Nö. Einen Moment. Mein Scharfschützengewehr ist ja eh leer. Oh, das Ding macht auch gut Schaden, wenn es trifft. Ich zeig dir, wer hier die Beute ist, und zwar du! Hammer! Hammer der 9,5 Höllen! Ja, so ungefähr. Genau das dachte ich mir. Komm! Hallo! Tschüss, Hammer, Dude.
Zack. Die Feder aushält. Meine kleine Stinkeknolle schlägt wieder. Captain Swallow. Ich kämpfe gegen einen Piraten, Captain. Zack. Was ist das, Captain? Nein, bleib bitte weg von meinem Deck. Ich will nicht, dass irgendwer mein Deck anfuckt. Egal aus welchen Gründen, mein Deck bleibt unberührt. Oh. Meine Zauberslots kribbeln. Warte mal, das muss ich gleich mit meinem richtigen Schwert vergleichen. Nach Seltenheit sortieren. Es ist im Allgemeinen stärker, aber es ist viel langsamer. Und es hat halt diesen Vampir-Boost, der mir halt Leben geben würde. Nee. Ja, Schreinteil. Lecker Schrein. Guck mal, hier ist auch ein Glückswürfel, aber ein bisschen größer. Schade, den darf ich nicht mitnehmen. Da oben will die Bohne hin. Jack und die Bohnenranke, Anspielung. Schau mal, die Stadt da drüben scheint ein sehr schöner Ort zu sein, um, ja. Zu schlagen. Könntest du mich wohl in diese Richtung schnipsen? Ich wäre dir sehr dankbar. Hui! Ciao, Stadt! Die verdammte Stadt ist von einer riesigen Bohnenstange hochgehoben worden. Normalerweise fände ich das klasse, aber dann bin ich hergekommen, um nach dem frischen Laub zu sehen. Denn sowas liebe ich. Aber hier oben sind richtig böse Pflanzen, Mann. Richtig böse. Sie greifen die Stadtbewohner an. War ich nicht. Das war ich nicht. Egal, was irgendwer von euch erzählt. Wie kriege ich das denn weg? Was riecht hier so? Wie viel werden noch gebraucht für diesen Schrein? Es ist ein Schreinteil. Zwei noch. Dieser Schrein ist der Göttin Grindana geweiht. Der giftige Seetang versperrt euch den Weg. Eure Quest verzögert sich, bis ihr einen Weg daran vorbeigefunden habt. Okay, wahrscheinlich Knolldrift. Mir im Namen der Forschung. Was will er? Sehe, blockiert giftiger Seetang deinen Weg. Normalerweise kein Problem, wenn man darüber hinwegschwimmen kann. Zum Glück bin ich der weltbeste Alchemist. Zumindest der beste in meiner Familie. Meine Meereseigenlösung ist die Lösung. Sie lässt sie schmelzen. Okay. Wenn du einige meiner Brüder siehst, hilf ihnen. Das haben sie nötig. Gute Worte. Statt zu schmelzen, verwandelt sich der Seetang zu Stein. Ja, das hilft. Er hat sich in Stein verwandelt. Verdammt und zugenäht. Die Lösung ist noch nicht bereit. Ich brauche... der will Rotze. Du findest sie in einer Höhle in der Nähe. Da ist was zum Mitnehmen. Das Ding kann ich aber nicht umboxen. Ich kann hier nur runterfallen. Kann halt nicht springen, ne? Irgendwie mache ich heute nur solche Kämpfe. Solltest du die reine Rotzessenz finden, kämpfe dir den Weg frei. Gut, dass ich generell Feuer drauf habe, ne? Unaufhaltsam. Böse Krabbe. Böse Krabbi. Ich spüre die Angst in dir. Zack. Ich hoffe, ich habe ein paar Krabben erwischt. Schnell,
dachte, einen Seelenkrug bevor. Mist, egal. Ich habe wieder satt. Oh, da ist ja noch eine Korallenkrabbe. Ah, endlich ist sie ausgegraben. Lecker Spinnen. Unser aller Lieblingsfutter. Hui! Ach, die sagen, das ist so schön. Komm, frisst! Ich sehe ein, dass die Knarre, die ich gekauft habe, absoluter Müll ist. Ich glaube, 40 oder 50.000 für Müll. Nein! Böse. Zack. Böse Krabbis. Beide um. Möge der Stank der Gerechtigkeit euch umnieten. Ich lebe mit 3. Ich habe 3 Leben. Und mein Weifengefährte ist tot. Perfekt. Habe ich jetzt runtergeboxt? Wo ist mein Kisteninhalt? Habe ich irgendwo hingeboxt? Die reine Rotessenz ist so nah, dass man sie riechen kann. Sie wird schwer bewacht sein. Okay, gut zu wissen, dass mich jetzt ein Riesengegner erwartet. Bin auch ein Genie. Durch meine finstere Hand. Tschüss, Krabbis. Ey, komm, mit der Giftwaffe mache ich mehr Schaden. Auf was genau habe ich gezielt? Ich brauche mehr Magie. Kommt, kommt näher. Brav. Okay, mit der Waffe mache ich auch keinen Schaden, ne? Ich habe genau auf die Krabbe gezielt und es ist trotzdem nicht auf die Krabbe geflogen. Kommt schon die nächste aus dem Boden. Ich habe einen Heiltrank gefunden. Oh, eine Badass-Krabbe. Eine Knochenkrabbe. Hau ab. Hallo? Riechsalz hätte völlig gereicht. Jetzt werden Zauber abgefeuert. Verreckt, du blöde Krabbe. Auch wenn du vom Design her mega cool bist. Die reine Rotzessenz. Schnell, heb sie auf. Genieße die Erfahrung. Ich will mir keine Rotz mitnehmen. Ich bringe Rotze. Mit einer Beilage von unten Knoblauch. Ist das der Rotz, den du brauchst? Perfekt! Damit kann ich die Lösung fertigstellen. Okay, dann mach. Jetzt wird das wahrscheinlich zu Glas. Oder irgendwas anderes, was mir den Weg versperrt. Diese verbesserte Meeresalgenlösung auf den Seetang, der dir den Weg versperrt. Ich bin der weltbeste Alchemist. Habe ich gemerkt. Der Seetang schmilzt und gibt den Weg frei. So, da gehen wir noch nicht lang. Ist
Oh, Level Up. Urteil des Sturmdrachen. Hm, auch mal ausprobieren. Okay, das wollte ich auf jeden Fall haben. Hier oben gammelt noch ein Typ rum, mit dem ich reden kann. Hallo? Ah, nee. Eine Sie. Entschuldigung. Man konnte es nicht sehen. Du musst deinen Schuss abfeuern. Ich bin schon eines der schärfsten Geschosse in den Wonderlands. Aber ich will zur Legende werden. Mir kam zu Ohren, dass die Armee der Untoten ein legendäres Fliegedings gefunden hat. Nur damit werde ich zu einer wahren Legende. Kannst du es mir besorgen? Legendäres Fliegedings. Das ist eine schöne Beschreibung, was du brauchst. Ein Fliegedings. In der Nähe flattert eine Gedichtseite im Wind. Ich wollte so viel erleben. Ein Held sein, mit Nerven so kalt. Mochtet ihr das Gedicht? Den Rest davon gibt es in der Taverne in Prachthof. Ich hätte gern das ganze Gedicht gelesen. Die Schriftrolle ist voller anzüglicher Details und schmutziger Geschichten aus der Promi-Welt der Untoten. Aber ein Eintrag springt euch ins Auge. Er besagt, dass in der Flottengrotte ein legendärer... In der Flottengrotte? War ich da schon drin? Wahrscheinlich nicht, ne? Wo käme ich denn raus? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Hallo, Kanonenschmierer. Der Kanonenschmierer war einmal. Hey, einen Moment. So, viel nützlicher. Mwahaha! Ach stimmt, das Ding hat hier einen Bullet Drop wie sonst was. Ein widerliches Spektakel. Wunderschön mit einem Raketenwerfer. Ich stelle mich mal kurz an die Seite, ne? Ich habe nämlich nur noch 10 Leben mal wieder. Als ob der intelligent ist. Hier gibt es Heilung. Ja, sofort. Ich kümmere mich sofort um Heilung. Erstmal das hier. Oh, volles Inventar. Da hat jemand einen guten Wurfarm. Genau dran vorbei. Bon voyage. Von Bord mit dir. Ach, werfe ich da meinen Hammer und der kommt dann wieder zurück wie bei Thor? Ja, ich habe so gesehen, Thors Hammer. Hi. Nicht schlecht. Nicht so gut wie meine Kills, klar, aber nicht schlecht. Ich hoffe, es hat getroffen. Tschüss. Mein Gesicht ist das Letzte, was wir hier sehen. Los, mein Pilz, rette mich. Hat getroffen. So, was ist meine Belohnung? Warte mal. Wie wichtiger? Man kann es ja leider nicht nach Geldwert sortieren. Das kann weg. Ich
glaube, ich hatte irgendwo hier sowas eingesammelt. So, und das kann weg. Ist nichts wert. $300 und $500. Das ist doch viel mehr wert. Ich sollte auch mal ab und zu gucken, ob die Bücher mir was bringen. Das zum Beispiel bringt mir nichts. Das hier würde mir was bringen. Und nur eine höhere Abklingzeit. Und das... Alter. Okay. Der, den ich jetzt habe, ist halt trotzdem viel, viel besser, weil der halt so viele Effekte drauf hat. Vor allen Dingen Statuseffekt Chance 350% plus. Ich muss danach verkaufen gehen. Und zwar dringend. Und eventuell auch mal meine Munition auffüllen. Ich merke jetzt schon wieder, dass die fast leer ist. Ja, klappt wunderbar. Die hat keinen Bock. Ja, der andere Hammer ist besser. Ist zwar ein Nahkampfangriff, aber der macht deutlich mehr Schaden. Ries. Die Krabbe versucht es zumindest, ne? Mein Gefährte. Nun, nicht alle sterben mit Würde. Das ist schon wahr. Die berühmteste Geschichte ist der Mann, der auf dem Klo gestorben ist. Eine Art, wie man nicht abtreten will. Zack. Einfach mit dem Hammer zerschlagen. Den kann ich ignorieren. Warum sind die beide im Boden? Die haben keinen Bock. Kommt raus. Graf. Tschüss. Oh, es lebt noch. Jetzt nicht mehr. Und ich auch nicht. Piet, Kollege, rette mich. Schön, dass mein Piet-Kollege mich nicht retten wollte. Los! Du bist vielleicht kein Monster mit lauter Klauen und Reißzähnen, aber du bist trotz allem mein Jagdgefährte. Ah, er meint den Drachen. Ob die sich gegenseitig Schaden machen? Das Ding ist nichts wert. Alles, was unter 300 wert ist, schmeiße ich jetzt weg. So. Ich brauche Geld. Da war eine Heilung. Ah, war schlau hier reinzugehen. Schreinteil. Na gut, wenn der Schreinteil liegt, jetzt so viel mitnehmen, dass mein Inventar voll ist. So, und wo ist das letzte Schreinteil? Ganz in der Nähe versteckt sich ein Schreinteil. Du hast ein Schreinteil ergattert, Baby. Ja, aber wo ist das letzte? Egal. Ich würde gerne einmal nach Prachthof. Ich muss mein Inventar nämlich leeren. Und diese eine Mistwaffe verkaufen.
Ach, Prachtuch, meine Bärle. So, das Ding weg. Ich stelle mich den Kapitalismus jeden Tag. Hm. Das klingt auch sehr verlockend. Aber natürlich aufpassen. Die Verlockung hat mir gerade eben eine Misswaffe beschert. Ich hätte gern, wenn Vollautomatik. Alles nur Müll. Ach, warte. Munition, wenn ich kaufen kann. Ein bisschen Munition. Munition gefällt mir immer. Ach ja, hier ist auch noch so ein schwarzes Brett. Okay, ein Knalldrift ist noch eine Quest. Ja, hier sind doch eindeutig neue Gebiete freigespült worden. Ein Zauberer braucht etwas Hilfe bei einer Sache. Na los, hilft ihm. Für Geld und Zeugs. Da komme ich nicht hin. Ich würde gern zur Oberwelt reisen. Knolldrift würde ich nämlich auch gerne noch sehen. Unter anderem würde ich gerne wissen, wie man da reinkommt. Ja, dass da ein Schreinteil ist, weiß ich, aber ich weiß nicht, wie ich drankomme. Wie kommt man an dieses Schreinteil dran? Ihre funkelnde Majestät, Königin Arschgaul, hat die Wonderlands lange mit der Seelenmagie beschützt, mit der sie das Land selbst tränkt. Diese edle, stolze Brücke vor dir würde dir den Übertritt gewähren, gäbest du ihr einen kleinen Schubs. Ja, aber von der anderen Seite, oder nicht? Da konnte ich doch, glaube ich, nicht lang. Das muss man von der Seite irgendwie machen. Ja, von dem neuen Gebiet, wo ich war, irgendwie hier hoch und dann hier einmal drumherum. Nee, lass mich mal in Ruhe. Das klingt sehr vernünftig. Da war ich, glaube ich, schon drin, oder? So, da will ich eigentlich rüber. Das Problem ist, ich kann nicht springen auf der Karte. Das muss man doch können. Warte mal, ich versuche kurz hier nochmal zu gucken. Da vorne war ein Schreinteil. Ich denke mal, da wo ein weiß ist, da war ich schon drin. Da ganz hinten war auch eins. Dieser Schrein ist der Göttin Grindana geweiht, der Schutzpatronin der Erfahrung. Da ist ein lebendes Wesen. Halt die Klappe. Da war eins, glaube ich, drin. Hier muss auch irgendwo noch eine Höhle sein. Oder eventuell hier oben drin in dieser Stadt. Da war ich nicht. Komm her. Der Pirat wurde ausgeschaltet. Böses Skelett. Jetzt haben die auch noch Magier. Tschüss. Ich habe nur mitbekommen, wie mich irgendeiner geschlagen hat. Danach habe ich einmal zurückgeschlagen.
Mwahaha. It hittert vor dem allmächtigen Shining von Prachthof. Tschüss. Oh, ich liebe diesen neuen Drachen. Zwei Gefährten zu haben, ist eine Wohltat. Brauche ich keinen anderen Mitspieler, wenn ich meine Kameraden Viecher habe. Ich werde dem Todesruf nicht so bald folgen. Mit der Todesrettung habe ich mich auch gleichzeitig hier durchgeboxt. Oh, zumindest ein Glückswürfel. Nett. Oh. So, war das jetzt die ganze Stadt? Das war alles. Da unten war ich noch nicht. Zumindest scheint es so. Das sollte der Ort sein. Such das Fliegedings und erledige jeden, der dir im Weg steht. Oh. Das hat mit der anderen Nebenquest zu tun. Oh, wir machen heute wieder nur Nebenquesten. Na gut, aus besteht ja jedes Borderlands-Spiel gefühlt immer. Hallo? Ach, da. Gut, dass ich ein Eisschwert habe. Ich habe meinen Gefährten gerade mit dem Gegner verwechselt. Was für Leckerchen magst du überhaupt? Knochen. Blut? Jeder mag Blut. Alle sind gleich sauer, wenn ich ihnen etwas davon abnehmen will. Kann gar nicht verstehen, warum. Säbelrassler. Apokalypse sofort. So fühle ich mich teilweise in der Apokalypse. Komm ich doch gar nicht hoch. Böse. Kommt, ich brauche euer Fliegedings. Nun, nicht alle sterben mit Würde. Jo. Ach, tschüss. Der Hammer ist immer gut. Hab ihn gesehen. Nein, ich will nicht zu euch gehören. Da bin ich gerne ein Außenseiter. Ich kann es kaum erwarten, das Fliegedings in die Hände zu bekommen. Such weiter. Das ist nicht das Fliegedingens. Ich kann es kaum abwarten. Das Fliegedings muss da drin sein. Schaff dir das Gesindel vom Hals. Rein damit. Zack. Du hast viel gelernt, mein Schüler. Wen genau von den beiden habe ich jetzt gemeint? Alakbar! Hier riecht es irgendwie herum. Wir haben hier irgendwie ihr Selbstmordkommando. Gut, gut. Dein Ende kommt mir gerade recht. Tschüss. Ich liebe diesen Hammer. Er ist einfach die perfekte Waffe gegen Nahkämpfer. Genau da solltest du auch stehen. War aber nicht so geplant. Wir alle
Ruhe sein. Wahrscheinlich nicht. Legendäres Fliegedings. Es ist wortwörtlich eine Fliege. Wer hätte es gedacht? Ich habe eine Fliege eingesammelt. Wo ist da? Jetzt nimm's doch. Ist perfekt. Genau der legendäre Style, der meine Marke nach vorne pusht. Danke. Ein Autogramm gibt's aber nicht. Oh. Warum denn nicht? Ich möchte richtig berühmt werden. So wie dieses Wort wurde nach mir benannt, berühmt. So wie, oh nein, Danny hat eine Raela verpasst bekommen. So in der Art. Ja. Ich will aber, wenn positiv berühmt sein, wenn überhaupt. Wenn es schon um sowas geht. Ich will nicht, dass mein Name mit irgendwas Negativen in Verbindung gebracht wird. Warte, einfach mal über die Overworld gucken. Wo habe ich was nicht mitgenommen? Hier ist das Schrein. Aber man sieht hier nicht. Hier ist von Zichios. Da ist auch von Zichios. Und da komme ich nicht dran. Weil ich müsste irgendwie springen können, aber das kann ich nicht. Gehen wir mal nach Knäueldrift. Und gucken an, was sich hier zugetragen hat. Ich habe natürlich nichts mit dem Vorfall hier zu tun. Große Karte? Unglaublich große Karte. Ich sollte sicher gehen, dass in dieser Bohnenstangenstadt alles völlig normal ist. In der Tat, edler Held, war oben auf der Bohne gar nichts in Ordnung, denn die magische Bohne war böse. Aber schon gut. Es warten neue Abenteuer in der neu renovierten Stadt Treibholzen. Hä? Treibholzen? Hieß sie nicht gerade eben noch anders? Oh. Ich habe sie direkt gekauft. Ich wollte sie eigentlich vergleichen. Wenn sie jetzt schlechter ist, dann werde ich böse. Sie ist schlechter. Das kommt halt dabei heraus, wenn man einfach die Taste drückt, ohne zu gucken. Warum sind die alle so langsam? Schieß einen magischen Energieschall ab. Okay. Ich nehme die und tausche die gegen die hier oben, weil der Schaden einfach viel höher ist. Aber ich behalte die Waffe mal. Ach, wenn ich schon dabei bin. Ja, jeden Tag. Munition natürlich auffüllen. Eges des Blitzens. Ich glaube, der wäre besser. So, der ist ausgerüstet. Tschüss. Für einen Spross brauche ich nicht.
Nee. Ist jetzt auch nicht so praktisch. Das wäre auf jeden Fall ein besserer Blitzzauber, glaube ich. Aber wäre nicht so gut im Allgemeinen. Ja, kann man mitarbeiten. Okay, die Map ist nicht so extrem gigantisch. Böse Pflanze. Muss ich etwa meine Heckenschere holen? Nee, am besten die Astschere. Faszinierend. Hoffentlich geht es dem Mann gut. Wahrscheinlich nicht. Nee. Oh ja, ganz genau. Hier oben gibt es böse Pflanzen. Nur eine kleine Sache, die Tina sich ausgedacht hat. Böse? Die Dinger will ich also kaputt haben. Die machen gut Bumm. Wahrscheinlich schon einen Würfel übersehen, ne? Also nicht direkt mit der Heckenschere am besten dran. Das Ding ist schon wieder nachgewachsen. Ich habe nach Ärger gesucht. Sieht aus, als hätte ich ihn gefunden. Hallo. Du hilfst mir besser, wer auch immer du bist. Ja, wenn du mich reinlässt. Hey, verdammt bin ich froh, dich zu sehen. Dann hast du meine Nachricht gekriegt, oder? Ja. Dann weißt du in etwa so viel darüber, was hier los ist, wie ich. Wir müssen die Leute retten. Treffen wir uns weiter fahren. Ganz genau. Okay. Die Faustschlagfee und gemeinsam werdet ihr dem Bösen in den bösen Arsch treten. Mach weiter, Schicksalsbringer. Ach, Tina, ich liebe dich. Du bist eine gute Geschichtenerzählerin. Als ob ich zu kacke bin, diesen einen Tresor zu treffen. Kann ich die Pflanzen eigentlich raufklettern? Nee. Wie das Teil einfach immer noch die ganze Zeit Schläge kassiert hat, obwohl es tot war. Da steht doch jemand, dem geht's doch gut. Ich muss gar nicht helfen, denen geht's gut, den Stadtbewohnern. Stimmt, ist auf dem Haus was. Wenn ich drauf könnte. Okay, hier ist nichts. Ich hab geguckt. Hui! Ist hier was? Darf ich weiterrutschen? Das sind keine Pflanzen. Blitz fast, go! Briss! Warum nutze ich nicht mein Scharfschützengewehr, wenn ich schon noch so in der Reichweite attackiere? Widerliches Spektakel. Du hast viel gelernt, mein Schüler. Zack. Fang! Braves Skelett. Hol ihn euch. Frühstück ist serviert. Runter mit dir. Schofen dagegen Scharfschütze. Scharfschütze gewinnt da eigentlich immer. Außer er schafft es halt in die Nähe. Tschüss. Wie komme ich da hoch? Schon bald wirst du zu uns gehören.
gehören. Hä? Hey, was? Ach du. Oh, damit kann man auch schnell schießen. Die kommen aber gar nicht da hinten an. Wie komme ich da hoch, ohne mich in die Luft zu jagen? Indem ich einfach kletter. Aua! Ich hab's doch noch eigentlich nicht mal getroffen. Wie viel Glückswürfel gibt's hier? Ich hab da jetzt nicht drauf geachtet. Nicht runterspringen. Obwohl doch, einmal von der Bodenranke runter, ja! Also das Ding, was ich jetzt gerade bei mir habe, ist eigentlich einfach nur eine Schrotflinte. Ein bisschen Zucker reingekippt, dann funktioniert's wieder. Teuflisches und genial designtes Rätsel wartet ganz in der Nähe auf dich. Meinst du, du kannst dir die Belohnung sichern? Okay. Alle drei Runen vor Countdown-Ende finden. Wo hauen die denn ab ungefähr? In welche Richtung? Gibt's da irgendeinen Tipp? Ich weiß doch gar nicht, in welche Richtung. Wo sind die denn? Also in welche Richtung sind sie? Ja, die schon gerne zumindest so eine kleine Andeutung. Ach so, ich brauche nur diese rote. Ich warte, dass der Timer abgelaufen ist. Ich habe das mit den roten Lichtsäulen nicht gesehen. Wie lange geht denn dieser Timer? So, da ist eins. Hey, komm her! Es stehen ein paar Heldentaten an! Ja. Wie komme ich da denn dran? Erstmal die da oben holen. Wo ich auch dran komme. Das klingt für mich schon mal nach einem Plan. Und dann muss ich... Ja, genau das muss ich tun. Die Toten wandeln. Hab wieder reingeschießen. Dann verkaufe ich wenigstens den Schmarrn, den ich gerade da habe. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts in meinem normalen Inventar verkauft. Als Favorit und als Favorit markieren, damit ich es nicht aus Versehen verkaufe. Jetzt darf ich das Ding nochmal aktivieren. Wo stand das? Ganz hinten. Nein, ich habe mein Schwert verkauft. Schnell zurück. Oh. Weil es nicht markiert war. Brauchst du was von mir, Brezenwalze? Ja, mein Schwert. Wenn man es nicht markiert, ne?
machst du Verlust. Ich will das hinbekommen. Mit dem Feen-Heini kann ich gleich noch reden. Okay. Wie soll ich da dran kommen? Oder kann ich nur in einer bestimmten Reihenfolge einsammeln? Stimmt immer, die grün leuchten, darf ich erst einsammeln. So, jetzt das da. Ah, jetzt habe ich wenigstens verstanden. So, und jetzt in den Brunnen. Ach, unter dem Brunnen. Wo komme ich hoch? Okay, das wäre geklärt. Wie komme ich wieder das hinkriegen? Ich weiß ja jetzt, wie ich vorgehen muss. Ich finde es übrigens schön, dass da einer die ganze Zeit am Runterfallen ist. Ach, ne, das ist ein Schaf. Dann bin ich nicht mehr gut. Das arme Schaf. Bei einem Menschen hätte ich es lustig gefunden. Bei einem Schaf hört der Spaß auf. Ich hab da dran doch in die Taste gedrückt. Das Teil will mich doch verkackeiern. Ich hab die Taste gedrückt und der hat es nicht angenommen. Geschafft. Oh ja, das Rätsel ist abgefrühstückt. Oh yeah. So, jetzt kann ich mich wieder dir befassen. Das glaube ich mir. Mir nach. Ich spüre böse Schwingungen in dieser Richtung. Meine Feenstörhaare kribbeln. Feenstörhaare sind übrigens unsichtbar, weil... Es ist schön, dass deine Feenschnurhaare kribbeln, ne? Aber ich mache jetzt hier heute schon Schluss. Ich muss morgen früh raus. Deswegen habe ich auch heute früher angefangen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Follow auf Twitch da lassen. Ein Abo auf YouTube. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssikowski!